Wir hatten gerade schon das spannende Thema mit Power oder Rechenleistung. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf den nächsten Talk, der sich eben auch um Power oder rohe Rechenleistung dreht und wir nahtlos anknüpfen können. Zu Hause rechnet ihr vielleicht mit CT at Home noch ein bisschen nach Außerirdischen. Was man alles mit roher Rechenpower noch machen kann, erzählt uns Dieter Kranzelmüller vom SuperMUG NG. Willkommen auf der Bühne, Dieter. Ja, erstmal danke für die nette Einführung und schönen guten Abend. Sie haben es gleich gemerkt, er hat bei einer Dinge etwas Falsches gesagt. Das ist kein Talk in Deutsch, es ist ein Talk in Österreichisch, aber ich werde mich bemühen, ja. Thema des Vortrags, SuperMUG NG. Das NG steht wie bei Star Trek für Next Generation. Und der Untertitel ist irgendwann verloren gegangen, aber das war mir auch ganz wichtig. Wo geht's im Rennen? Wie steht's im Rennen um die schnellsten Computer der Welt? Und was hat SuperMUG NG damit zu tun? Und bevor ich dazu komme, möchte ich mit einer kleinen Motivation anfangen. Und es geht um das hier. Der Münchner Tatort wurde bei uns gedreht. Ich verstehe, das Tatort-Publikum sitzt gerade nicht im Raum. Aber vom Prinzip her war das eine ganz spannende Geschichte. Das ganze Haus steht Kopf, weil heute gefilmt wird. 3 Wochen ist nichts gegangen. Und was man schön sieht im Hintergrund, steht hier schon der SuperMUG. Und war eine Geschichte, will ich gar nicht inhaltlich darauf eingehen, künstliche Intelligenz, was sonst. Die spannende Geschichte dabei war für mich eigentlich, was da noch passiert ist. Kaum wurde der ausgestrahlt, irgendwann im September sind am nächsten Tag die ersten Anrufe gekommen. Beim ersten habe ich mir gedacht, auf jeden Fall war der erste Anruf irgendeiner Zeitung, die gefragt hat, um Himmels Willen, was macht ihr da in Garching eigentlich? Dann sind so Fragen gekommen, wie gefährlich ist das eigentlich? Was treibt ihr da? Was kann man denn mit dem Gerät noch alles machen? Ja? Und das sind so Dinge, wo ich mir dann überlegt habe, und das geht vielen von euch im Raum auch genauso, das, was wir machen, versteht kaum jemand. Ja? Und das ist vielleicht beim SuperMUG auch so ein Beispiel. Jetzt seid ihr noch die Experten, da ist die Zukunft, die digitalisierte sozusagen. Ihr seid näher dran, aber trotzdem denke ich, es ist vielleicht einmal Zeit, dass man sich das ein bisschen näher anschaut. Was ist eigentlich so ein Supercomputer? Was ist dieser SuperMUG? Und tatsächlich hat der eine oder andere, wenn er den Tatort nicht geschaut hat, den SuperMUG schon gesehen. Es gibt den Film von Oliver Stone über den Edward Snowden. Und in diesem Film ist der SuperMUG dabei, aus dem ganz einfachen Grund, weil bei der NSA durften es nicht drehen. Also hat uns der Oliver Stone gefragt, ob er zu uns kommen kann und wir haben gesagt, kann er gern machen. Und es sind einige Szenen drinnen, wo SuperMUG praktisch im Hintergrund mitspielt. Es sind auch Szenen dabei, wo unsere Systemadministratoren, also die Leute, die das System praktisch verwalten, durch das Bild laufen. Also das gibt dem Film noch eine Spur mehr Authentizität natürlich. Und eins der Bilder, das man im Snowden-Film gesehen hat, war dieses hier. Wobei, jetzt muss ich sagen, aus Copyright-Gründen habe ich das selbst gemacht. Das ist nicht das aus dem Film, aber man sieht das Gleiche. Im Film ist es halt so, dass die Lichter oben ausgeschaltet sind und es schaut ein bisschen futuristisch aus. Was wir auf dem Bild sehen, ist SuperMUG Phase 1 und Phase 2. Und da stehen auch die Jahreszahlen dahinter. SuperMUG Phase 1, das ist das, was im Hintergrund steht. SuperMUG Phase 2 sind die 2 Schrankreihen im Vordergrund. Und der Raum, damit man ein bisschen eine Vorstellung hat, hat 1200 Quadratmeter. Also es ist relativ gut gefüllt. Diese leere Fläche im Vordergrund ist das, wo man für den Tatort diese Zelle aufbaut hat, die wir gerade im Bild vorher gesehen haben. Und das Interessante bei dem ist natürlich, was die Leistung ist. Und die Leistung von diesem System, also Phase 1 hinten 600 Quadratmeter, sind etwa 3,2 Petaflop und Phase 2, die 2 Schrankreihen vorne, sind etwa 3,6 Petaflop. Jetzt ganz kurz, natürlich ist jedem bewusst, was Petaflops sind. Petaflops, und das passt auch, deswegen bin ich heute sogar vom T-Shirt her richtig, das ist mein Petaflop-T-Shirt, sind 10 hoch 15 Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Das heißt, eine 1 mit 15 Nullen, und das ist das, was ein Petaflop an Rechenleistung ist. Das heißt, dieser Rechner kann praktisch Phase 1 3,2 mit 15 Nullen hinten dran und Phase 2 mit 3,6 mit 15 Nullen hinten dran.
Und das kann der rechnen. Jetzt das übliche Beispiel, wenn die Medien anrufen, was bedeutet das? Jetzt habe ich einmal gerechnet, wenn jetzt beim 35C3 17.000 Leute sind, dann muss jeder von den Leuten hier in der Sekunde 85 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde machen. Und diese Gleitkommaoperationen sind halt 3,2 mal 5,4 zum Beispiel. Ja? Also das ist diese Rechenleistung, was die Geräte hinkriegen. Und das Spannende dabei ist natürlich, dass man, wenn man jetzt sieht, 2012 der halbe Raum im Hintergrund, 3,2 Petaflop, 2015 der Rest, diese zwei Schrankreihen vorn, 3,6 Petaflop. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren braucht man nur mehr ein Viertel der Fläche, ein Drittel des Stroms und kriegen aber immerhin die gleiche Leistung raus. Und das ist diese Leistungssteigerung, die wir drinnen haben. Und das begründet auch irgendwie den Grund, warum wir immer neue Geräte praktisch beschaffen müssen, weil irgendwann der Punkt kommt, wo das neue Gerät zu beschaffen günstiger ist, als das alte Gerät weiter zu betreiben. Und wir sehen hier auch in dem Beispiel, die Rechenleistung ist wodurch begründet? Wir haben hier in der zweiten Reihe die Rechenkerne und das sind irgendwo um die 230.000, die hier verwendet werden. Das heißt, wir haben in Summe 230.000 Rechenkerne in dem Raum und die Intention ist, dass diese Rechenkerne gemeinsam rechnen. Das heißt, dass wir Anwendungen schreibt, die alles nutzen, was dort ist, um damit möglichst große Rechnungen durchführen zu können. Speicher dementsprechend und Strom, da kommen wir dann noch separat dazu, das ist auch etwas, was relativ hoch ist, also in dem Fall größenordnungsmäßig eine Kleinstadt mit 30.000 Haushalten, dass man so im Gefühl etwa hat. Der freie Raum vorhin, wie gesagt, ist für den Tatort benutzt worden, der ist schon letztes Jahr gedreht worden, weil dann musste er raus, weil wir dann das hier reingestellt haben. Und das ist jetzt der SuperMUG NG, derzeit Deutschlands schnellster Rechner, mit 26,7 Petaflop Rechenleistung und 311.000 Rechenkernen. Also da ist wieder die Idee, dass diese ganzen Rechenkerne zusammenarbeiten sollen und dass diese entsprechend für die Anwendung genutzt werden können. Hauptspeicher 720 Terabyte, auch wieder hier im Raum natürlich kein Problem, dass man sich das vorstellt. Wir haben auch die ganzen digitalen Seiten der Bayerischen Staatsbibliothek bei uns und die würden da alle nur gemütlich in den Hauptspeicher reingehen, damit man so ein Gefühl haben kann. Gut, bevor wir ein bisschen mehr in die Details einsteigen, ganz kurz zum Hintergrund. Warum braucht man solche Systeme überhaupt, beziehungsweise warum hat man sich entschlossen, dass man in Deutschland sowas beschafft? Und da gibt es das Gauss Center for Supercomputing, das ist ein Verein und der ist eben dafür geschaffen worden, dass man praktisch für das nationale Höchstleistungsrechenzentrum zusammenarbeitet und das sind die drei Rechenzentren, das HLRS in Stuttgart, das Jülicher Supercomputing Center und eben unser Rechenzentrum. Und die Idee ist, dass man für die wissenschaftliche Gemeinschaft in Deutschland die höchste Rechenleistung zur Verfügung stellt. Dafür hat man eigenen Bund-Länder-Abkommen geschlossen zwischen eben dem Bund und den drei Sitzländern und unser Rechner ist halt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von Bayern je zur Hälfte finanziert. Und wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, dann sieht man auch, dass das alles eine Projektförderung ist. Das heißt, wir schreiben ganz normal einen Antrag. Der Antrag ist in dem Fall eben bewilligt worden für einen Zeitraum 2017 bis 2025 mit einem gewissen Budget in Summe 460 Millionen Euro. Und mit diesem Budget machen wir das, was hier steht. Das heißt, wir schauen, dass wir diese Höchstleistungsrechner aufstellen. Das heißt, dieses Geld ist hauptsächlich dafür da, die zu beschaffen. Dass man gleichzeitig dann auch diese Leistungsklasse unterstützt für die Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Und dass man in einem rein wettbewerblichen Verfahren nach wissenschaftlichen Kriterien die Anwendungen auswählt, die dann auf diesen Systemen rechnen sollen. Das heißt, im Prinzip kann sich jeder Wissenschaftler in Deutschland darum bewerben, um auf diesem Rechner rechnen zu dürfen. Und die Evaluation wird von einem wissenschaftlichen Gremium von Experten durchgeführt, die einen einfach sagen, wie gut ist diese Wissenschaft und zweitens, wie gut passt die zu dem entsprechenden System. Wenn man jetzt da ein bisschen reinschaut, was wir machen müssen, dann sieht man, für das LAZ gibt es konkret auch Anforderungen an das System. Man hat sich entschlossen, dass die drei Standorte unterschiedliche Systeme aufstellen und unser System sollte eben ein hochparalleles System für ein möglichst breites Anwendungsspektrum sein. Das heißt, wir haben die Aufgabe, möglichst viele Anwender zu unterstützen in der Breite aus den Anwendungsgebieten Astrophysik, Geophysik, Lebenswissenschaften und Umweltwissenschaften sowie eben Strömungsmechanik und Chemie. Und da sieht man schon von der Breite her, es gibt natürlich gewisse Charakteristika, die wir hier bei den entsprechenden Codes unterstützen müssen. Jetzt, wenn wir da ein bisschen näher reinschauen, wenn wir
diesen Rechner beschaffen, dann wollte ich ganz kurz einfach nur ein paar Aspekte hergeben, wie das ausschaut. Ja. Früher im Studentenheim haben wir das schon gemacht, wir sind hergegangen und haben dann halt einfach Rechner zusammengesteckt und haben gemeinsam mit irgendeiner Software, PWM, MPI, was das damals war, über die Rechner hinweg im ganzen Heim gearbeitet. Hier ist natürlich etwas mehr, man braucht auch einen entsprechenden Ablauf, einen Prozess dazu. Konkret haben wir am 8.12.2016 begonnen mit beim Aufruf zur Teilnahme an einem wettbewerblichen Dialog. Das heißt, dieser wettbewerbliche Dialog ist praktisch ein Wettbewerb, bei dem man schaut, dass man das beste System auslöst. Jetzt 2016, wenn man darauf nachdenkt, das System ist jetzt installiert worden. Das heißt, wir sind schon mal 2 Jahre zurück. Und wenn man jetzt noch einmal darüber nachdenkt, dass wir 2015 erst den SuperMOOC Phase 2 installiert haben, dann ist es tatsächlich immer so, dass wir praktisch sofort, wann das System installiert ist, damit beginnen, diese Unterlagen vorzubereiten. Man sieht dann auch hier, was man braucht. Also grundsätzlich mal, wie läuft dieser Algorithmus für den wettbewerblichen Dialog? Wie sind diese ganzen juristischen Bewerbungsvertragsbedingungen und so weiter? Dann die Description of Goods and Services. Das ist sozusagen die Wunschliste, wo drin steht, was man gerne hätte. Dann muss man auch vorher festlegen, nach welchen Kriterien wählt man das aus. Das heißt, wie viele Punkte bringt es jetzt, wenn man das und das angeboten kriegt. Natürlich braucht man für die ganzen Erklärungen auch Non-Disclosure Agreements, Geheimhaltungserklärungen, damit das alles entsprechend zusammenpasst. Und es muss zu dem System passen, was vorhanden ist. Das heißt, am 8.12.2016 ist gestartet worden und am 23.01.2017 haben die Bewerber mal einen ersten Aufschlag machen können. Da mussten sie mal einreichen, dass sie überhaupt finanziell in der Lage sind, ein so ein System zu bauen, dass sie Referenzinstallationen haben, das heißt schon Systeme in dieser Größenordnung gebaut haben und dass es auch Konzepte gibt, wie man eben die Energie- und die Kühlungseffizienz entsprechend erhöhen kann. Werden wir auch gleich noch dazu kommen, warum das wichtig ist. Der Punkt an dieser Geschichte ist ganz einfach der, dass man praktisch auswählen möchte, dass wer kann so ein System überhaupt bauen. Und jetzt einmal geschätzt, wenn man schaut, wie viel auf der Welt, wie viele Firmen gibt es, die sowas bauen können, dann kann man sagen, es gibt wahrscheinlich weniger als 10, die so Systeme in dieser Größenordnung bauen können. Ja? Wir haben dann im ersten Gang, in der ersten Runde 5 Firmen ausgewählt und mit diesen 5 Firmen hat man dann diskutiert. Das bedeutet, man hat sich mit jeder dieser 5 Firmen 3-mal getroffen, hat das durchdiskutiert, die sind mit einem Proposal gekommen, man hat das angeschaut und so weiter. Das ist ein wahnsinnig spannender Prozess, der natürlich auch sehr viel Human Capital, das sehr viel Personal entsprechend bindet. Also zwischenzeitlich sind da sicher 25 Personen beschäftigt, die einfach nur versuchen zu verstehen und zu lesen, was da drinnen steckt. In der zweiten Runde, wenn man dann mit diesen 5 Firmen diese 3 Runden durchexerziert hat, dann wählt man aus diesen 5 2 Firmen aus und mit diesen 2 Firmen macht man weiter. Und es geht dann wieder weiter in Wettbewerb, dass die praktisch die Möglichkeit haben, hier entsprechend das beste Angebot zu liefern. Was wir jetzt dann noch kurz anschauen wollen, ist dieses Description of Goods and Services, damit man mal ein Gefühl hat, ich habe einfach 3 rausgewählt aus dem System, die sind schon unterschiedlich farblich markiert, rot sind die, die mandatory sind, die müssen erfüllt werden, gelb sind die, die important sind, also da wäre es gut, wenn man die entsprechend erfüllen würde und grün sind die, die möglichst Zielgrößen sind, wo man möglichst hinkommen möchte. Ja. Und man sieht dann, wenn man das alles durcharbeitet, praktisch, dass man so einen Fragenkatalog hat, wo jeder das entsprechend ausfüllen muss. Und es gibt dann auch noch mehr Dinge, also wo man zum Beispiel dann auch wirklich Insert Text hier, das bedeutet, dass man wirklich da konkrete Beschreibungen rein tun muss, wie in dem Fall zum Beispiel Adsorptionskühlgeräte integriert werden können in so ein Ding. Das heißt, man baut da wirklich was zusammen und das ist rein wieder, es kommt jedes Mal so ein Ordner zurück, wo halt dann die ganzen Fragen entsprechend ausgearbeitet sind. Wenn das dann entsprechend gemacht wird, dann läuft es immer noch vielen Paragraphen und da springen wir mal kurz drüber. Das heißt, Punkt, Punkt, Punkt steht für eine Reihe von anderen Paragraphen, die entsprechend drinnen sind. Ein paar Punkte sind noch wichtig. Was für Größenordnung reden wir? Ne? Wir haben gesagt, 460 Millionen war das Budget für OLE3 Rechenzentren. Wir haben hier in dem Fall einen Rechner gebaut um 94 Millionen Euro. 94 Millionen Euro klingt viel, ist aber in dem Fall etwas, was für Total Cost of Ownership genommen wird. Das heißt, das System, die Hardware und die Betriebskosten. Das heißt, wir haben Investitions-, Betriebskosten, Wartungskosten und so weiter, müssen da drin sein und dürfen nicht überschritten werden. Das heißt nicht so etwas wie beim BER, wo man dann halt nachher noch ein bisschen mehr braucht, sondern das heißt wirklich, da ist ein Geld und damit müsst ihr auskommen. Und jetzt einmal nur, damit man da ein Gefühl dafür hat, das heißt, die Firma muss, die anbietet, muss abschätzen, wie viel Leistung gebe ich denen, damit ich mit dem Rest des Geldes für die Betriebskosten auskomme. Wenn
wir zum Beispiel mehr Strom brauchen würden bei der Lösung, dann müsste die Firma die Differenz selbst übernehmen. Ja? Das heißt, das ist ein ganz ein spannender Prozess, der da eigentlich durchgeführt werden muss. Und jeder, der selbst schon mal einen Laptop gekauft hat, kennt es in dem Fall ähnlicher Form und Weise. Man hat ein gewisses Budget, man möchte die maximale Leistung rausholen. Es gibt auch nicht mehr nur einen Bieter und keine Nebenangebote. Das heißt, die Firmen werden gezwungen, zusammenzuarbeiten. Ja, wir werden dann nachher bei uns sehen, was die Lösung ist. Und es gibt einen Installationszeitraum, der ist interessanterweise relativ groß. Wir haben vorgegeben, wir werden zwischen dem dritten Quartal 2018 und dem vierten Quartal 2019 entsprechend installieren. Das heißt, die haben eine Möglichkeit, sich da reinzufinden. Ja. Jetzt war einer von uns in Wünschen, dass wir gesagt haben, wir wollen einen der 10 schnellsten Rechner auf der Welt haben. Dann ist es natürlich günstig, wenn man möglichst da am Anfang drin ist. Ja. Weil je später, dass man drinnen ist, umso mehr bauen die anderen auch wieder. Ja. Da sind wir schon ein bisschen bei diesem Wettbewerb, zu dem wir gleich kommen werden. Wir machen dann nachher praktisch eine Leistungsprüfung, indem wir Leistungsmessungen durchführen. Das machen wir derzeit und eine Funktionsprüfung, wo man dann sieht im Betrieb, was denn die Benutzer davon halten. Und ganz spannend auch ist diese Frage, wenn ein Bieter jetzt eine Frage stellt. Ja, zum Beispiel irgendwer hat was gelesen und er versteht jetzt nicht, was bedeutet diese Anforderung überhaupt. Dann stellt jetzt die Firma XY die Frage, ich verstehe das nicht. Ja. Dann müssen wir das so behandeln, dass wir diese Frage nehmen und einmal alle anderen schreiben, der hat diese Frage gestellt. Ja? Und dann schreiben wir eine Antwort zu dieser Frage, die wieder alle anderen zurückkriegen. Ja? Das ist ein wahnsinniger Aufwand, da wieder, dass man das hinkriegt. Das heißt, wir sind aber recht froh, wenn es möglichst wenig Fragen gibt in dem Sinn. Ja? Aber das ist halt etwas, damit das alles ordentlich durchgeführt wird. Und irgendwann sind alle glücklich und der Vertrag ist unterschrieben und man sitzt da in meiner Hand, denn das Vertragsdokument, das ist so ein 500 Seiten Schmöker, wo dann wirklich jedes Detail eben entsprechend drinnen steht und man sieht da drunter auch beim URL, das ist am 14.12.2017 erfolgt. Das heißt, in Summe haben wir etwa ein Jahr gebraucht, um überhaupt so ein Gerät zu beschaffen. Und wenn dann alles funktioniert hat, dann steht halt plötzlich in dem Raum da noch mit den grünen InfiniBand-Kabeln der neue SuperMUG NG und man sieht im Hintergrund die anderen zwei Rechner entsprechend stehen und wir können uns dann auch freuen über die gewissen anderen technischen Daten, die das System hat. Jetzt nehmen wir das einfach mal so hin, der Rechner kommt und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie schaut er im Vergleich zu den schnellsten Rechnern der Welt aus. Wie schaut das jetzt aus, wie kriege ich die Information raus? Da gibt es eine Liste, die nennt sich die Top 500 Supercomputerliste der Welt, www.top500.org und da können wir uns jetzt einfach mal anschauen, das sind die ersten 10 Plätze. Natürlich geht es dann unten noch mit 490 weiter. Die Liste wird zweimal im Jahr abgedatet, einmal im Juni, einmal im November und auf dieser Tagung im November, interessanterweise, ist die mittlerweile kleiner als das 35C3, da sind heuer 13.000 Teilnehmer gewesen und dort wurde die letzte Liste veröffentlicht, so wie sie hier steht. Und wenn man dann einen Blick drauf wirft, dann sieht man, das ist der Platz 1, der Rechner heißt Summit, steht im Oak Ridge National Laboratory und hat in dem Fall IBM Power 9 Prozessoren drin und Nvidia Grafikkarten entsprechend. In Summe hat er über 2 Millionen Rechenkerne, die damit arbeiten und er kriegt dann gewisse Leistungsmaße raus. Wir haben einmal R-Peak, das ist die theoretische maximale Höchstleistung, das ist, wenn der Rechner nur rechnen würde. Das ist nicht realistisch, weil er muss ja noch andere Dinge auch erledigen. Das heißt, diese Peak-Leistung ist nur ein theoretisches Maß, das wir ausgerechnet haben, wenn alle diese 2,3 Millionen Rechenkerne gemeinsam arbeiten würden. Dann haben wir noch einen zweiten Wert, das ist dieser R-Max. Das ist ein geringerer Wert, der ist ein wenig weiter drunter und der gibt an die Rechenleistung für einen bestimmten Benchmark, und zwar den Linpack-Benchmark. Das schauen wir uns nachher noch entsprechend ein bisschen im Detail an. Ganz kurz noch, Oak Ridge National Laboratory ist natürlich eins der amerikanischen DOE-Zentren. Das heißt, wir wissen, die haben nur eine Handvoll von Codes und wir wissen auch, was das für Codes sind im Prinzip, ne? Auch wenn die von uns nie einer sehen wird in dem Sinne. Gut, interessant hier auch noch, das System braucht 10 Megawatt an Strom. Ja? Jetzt muss man dazu sagen, in Tennessee kostet der Strom etwa ein Sechstel von dem, was er bei uns kostet. Also es ist nicht ganz so tragisch, wenn man es bei uns bezahlen müsste. Aber 10 Megawatt, die da reinfließen, das ist schon einiges, was man da entsprechend im Griff haben möchte. Gut, jetzt schauen wir uns einmal die ersten 5 Rechner an und da sind wir, glaube ich, bei diesem Rennen, was ich schon gesagt habe. Man sieht jetzt in der aktuellen Liste Platz 1 USA, Platz 2 USA, Platz 3 China, Platz 4 noch einmal China und Platz 5 dann der Schweizer Rechner. Das ist natürlich ein gewisses Prestigeprojekt. Ja? Und so Präsidenten wie der aktuelle amerikanische Präsident sind natürlich da geneigt mitzumachen. Ja? Das heißt, die DOE Labs haben für ihre Rechner
kein Problem gehabt, da Geld zu bekommen in dem Sinn. Ja? Wenn die jetzt Umweltrechnen machen würden, dann wäre es vielleicht nicht ganz so günstig gewesen. Ne? Natürlich geben sie da immer einen schönen Wettbewerb. Und wenn man jetzt anschaut, dieser Rechner auf Platz 3, dieser Sunway Taihu Lite, hat einen interessanten Prozessor, der hat nämlich einen Sunway-Prozessor. Und da sieht man auch, wie das mit der Politik zusammenhängt. Wer vielleicht Netzpolitik, Logbuch-Netzpolitik gehört hat, die China-Version, das ist so eine der Ausprägungen. Da war es tatsächlich so, dass die Chinesen diesen Sunway Taihu Lite gern mit Intel-Prozessoren gebaut hätten. Irgendein amerikanischer Präsident hat gesagt, nein, Exportstopp geben wir euch nicht mehr. Was hat China getan? Die haben einen eigenen Prozessor entwickelt. Ja. Hat damals niemand geglaubt, dass es geht. Die haben das innerhalb von 4 Jahren gemacht und haben dieses System hingestellt, auch mit einer entsprechenden Rechenleistung. Also da sieht man auch, wie dieses Wettbewerb, wie der wichtig ist. Für Thema Wichtigkeit, wenn man das kurz nach Platz 5 anschaut, die Kollegen in der Schweiz, das ist jetzt Verschwörungstheorie, ganz kurz, ich sag's dazu. Die Kollegen in der Schweiz haben wenige Wochen vor der Supercomputing in USA schnell noch 2 Racks mit zusätzlichen Grafikkarten installiert, um auf 21,23 Petaflops zu kommen. Vorher hatten es 19,3. Und wenn man jetzt schaut auf der nächsten Liste, die ich zeigen wollte, da ist dann der SuperMUG drauf. Der SuperMUG hat 19,5. Also natürlich ist das jetzt eine bösartige Vermutung, aber die haben einfach nur 2 Racks hingestellt, damit es nicht hinterm SuperMUG sind entsprechend. Ne? Gut, dieses Bild hier zeigt von der Supercomputing entsprechend die Preisverleihung. Das heißt, da sind natürlich dann auch so wie hier der Raum in etwa, dann wird das vorgestellt. Und ganz interessant, man sieht halt mit grün markiert, das sind die Änderungen in der Liste. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass dort gesagt worden ist, dass unser System das 3. chinesische System ist in den Top 10. Ja? Weil unser System von der Firma Lenovo zur Verfügung gestellt worden ist. Ja? Und da sieht man schon, da kommen wir schon zurück. In Wahrheit ist es so, dass wir einen Vertrag mit der Firma Intel unterschrieben haben und in dem Vertrag steht eben drin, dass Lenovo gelistet wird in dieser Liste. Ja. Also das sind lauter so Sachen, wo man sagt, wo halt dann dieses ganze Vertragswert zum Tragen kommt. Ich meine, ich kann auch damit leben, dass wir einen chinesischen Rechner entsprechend bei uns installiert haben. Jetzt, wenn man unser System ein bisschen näher anschaut, dann sind wir auf Platz 8, haben wir schon gesagt. Wir sehen dann auch, das, was wir gesagt haben, mit Lenovo habe ich gerade erwähnt, die Anzahl der Kerne. Wir sehen hier, dass wir für den Linpack-Lauf nicht alle Kerne verwendet haben, sondern wir haben von den 311.000 nur 305.000 entsprechend verwendet, haben eine theoretische Höchstleistung von knapp die 27 Petaflop, die ich erwähnt habe, und haben dann halt mit dem Linpack gerade diese 19,5 entsprechend erreicht. Ja. Also sieht man, wie das zusammenhängt. Man sieht auch, dass man hier noch keine Strommesswerte haben. Da sind wir noch dabei, die haben wir noch nicht gemessen, da gibt es noch einige Verbesserungen. Und das ist auch noch nicht der letzte Linpack-Wert, sondern das ist der, den wir gesagt haben, jetzt hören wir mal auf, jetzt muss es noch ein paar zusätzliche Änderungen geben. Jetzt haben wir so viel über Linpack gesprochen, ganz kurz, wie das ausschaut. Linpack ist ein Löser für ein lineares Gleichungssystem, erfunden vom Jack Tongara oder implementiert. Wir sehen da oben so ein lineares Gleichungssystem, der hat diesen Benchmark geschrieben mit 64-Bit Gleitkomma-Operationen und in dem Paper ist es entsprechend beschrieben. Natürlich müssen wir jetzt nur überlegen, wie passt das jetzt zu so einem Rechner, wenn man das Ganze skaliert, das heißt sehr viele Prozessoren haben, dann müssen wir so Dinge wie Amdahlsches Gesetz berücksichtigen, das heißt, wir haben natürlich einen Geschwindigkeitszuwachs, der aber irgendwie durch den sequentiellen Teil beeinflusst wird und Gustafsons Gesetz, wo man sagt, wir müssen das auch entsprechend in der Datenmenge mitskalieren. Das heißt, das funktioniert nur dann, wenn wirklich auch die Menge der Daten mitwächst mit dem Rechnersystem. Das heißt, wir sind wirklich so in der Situation, dass man sagt, es bringt nichts, einen größeren Rechner mit mehr Prozessoren hinzustellen, wenn man nicht entsprechend mehr Daten zur Verfügung hat. Man kann jetzt diese Liste, diese Top 500, ganz interessant, von der Webseite auch runterladen als Excel-Tabelle und dann sieht man, dass in der Liste das tatsächlich drin ist und da ist die Problemgröße und dieses N-Max sagt dann an, wie viele Variablen zu lösen sind in dem konkreten Beispiel. So, jetzt schauen wir entsprechend weiter. Das ist jetzt die kleine Do-it-yourself-Mach-mit-Runde. Sie können sich das am eigenen Smartphone entsprechend anschauen. Da sind die Links. Oder man googelt diese Linpack-App, man kann das installieren. Und man sieht hier, das ist ein iPhone 6 von meiner Freundin in dem Fall, wo man sieht, die hat in dem Fall 7 Gigaflops entsprechend an Leistung gekriegt.
bei genau demselben Algorithmus. Das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, das, was der Supermuck macht, mit dem zu vergleichen, was jeder von uns in der Hosentasche hat, und können praktisch sagen, okay, so und so viel Rechenleistung hat das System. Und das ist das Schöne, wenn man so ein konkretes Maß hat, weil man wirklich Vergleichbarkeit schafft. Jetzt interessant dabei ist, die Vergleichbarkeit funktioniert nicht nur mit aktuellen Systemen, sondern wir können auch in die Vergangenheit schauen. Und wenn man jetzt den schnellsten Rechner der Welt von 1988 nimmt, dann sehen wir, der hat 2,6 Gigaflops. Ja? Das heißt, dieses iPhone 6, das wir hier sehen, oder iPhone 7, was wir hier sehen, ist dreimal so schnell wie der schnellste Rechner 1988. Und es ist der eine oder andere älter, also vor 1988 geboren, dann sehen wir auch wieder, wie spannend, wie diese Entwicklung entsprechend ist. Ja? Das sehen wir auch hier in der Leistungssteigerung, dass diese Kurven, die praktisch darstellen, wie die Systeme schneller werden, und auf der Y-Achse ist eben aufgetragen, wie viele Gleitkomma-Operationen pro Sekunde das schafft, und wir sehen, dass das eine exponentielle Kurve ist. Das heißt, wir haben wirklich dieses exponentielle Wachstum hier, und in diesen 25 Jahren seit Beginn der Liste bis jetzt hat es eine Steigerung von 2 Millionen, Faktor 2 Millionen gegeben. Das heißt, wir sind einmal Faktor 2 Millionen mal schneller, als wir mal vorher sind. Das bringt uns jetzt wieder zurück zum vorigen Vortrag. Ja? Wir werden immer schneller von dem her, einfach was von der Hardware drin ist. Wissen wir auch, Moore'sches Gesetz, überspringe ich jetzt einfach einmal vom Interesse her, aber wir haben einfach dieses exponentielle Wachstum, das hier mithilft. Bei den Parallelrechnern, und auch das ist wieder etwas von der Top 500-Liste, ganz interessant zu sehen, einer der Gründe, warum die schneller werden, ist, weil die Anzahl der Prozessoren, die Anzahl der Rechenkerne entsprechend wachsen. Ja? Wenn wir die Liste von 1993 nehmen, dann haben wir Systeme, die irgendwo zwischen 10 und 100 Prozessoren oder Rechenkerne drin gehabt haben. Wenn man die Liste von jetzt nimmt, dann haben alle Systeme irgendwo um die 100.000 Rechenkerne, die gemeinsam arbeiten, und die größeren entsprechend mehr. Und dann kann man natürlich auch schauen, wie schaut es aus mit Akzeleratoren. Auch das gibt die Liste sofort her, und wir sehen, dass sehr viel mit GPUs arbeiten. Das heißt, sehr viele von diesen Systemen, die drin sind, setzen Akzeleratoren ein, und wir sehen, dass die auch entsprechend verteilt sind. Das meiste, das beliebteste ist derzeit die Tesla P100, die verwendet wird und die hier bei diesem Codeset zum Tragen kommt. Interessant dabei ist, dass der SuperMUC keine Akzeleratoren drin hat, sondern das sind reine Xeon-Prozessoren. Okay? Ganz so einfach ist es nicht, es sind Intel Xeon Platinum 8174 Prozessoren, also die haben ein paar Eigenschaften, man sieht, dass man mit der Maximal-Clock-Frequenz ein bisschen raufgehen können, das hat wieder damit zu tun, dass wir Wasserkühlung haben und dadurch bessere Kühleffekte haben entsprechend, ein paar andere Eigenschaften, die drin sind, also es sind schon Top-of-the-Line-Prozessoren, aber es ist im Prinzip nichts anderes, es wird da in meinem Laptop auch entsprechend drinsteckt. Ja? Hat natürlich den Vorteil, dass ich die Codes rauf entsprechend skalieren kann. Ja? Theoretisch könnte ich auf SuperMUC Windows laufen lassen. Das passt dann nicht mehr zu der Performance, wo wir gesprochen haben, aber vom Prinzip her. Ne? Gut, spannend wird es, wenn wir uns diese Wasserkühlung anschauen. Ja? Wir sehen jetzt hier eins der Boards. Wir sehen, dass diese Boards so Doppelboards sind, wo praktisch zwei Boards drinnen sind mit jeweils zwei Prozessoren. Und wir sehen, dass diese roten und blauen Leitungen im Prinzip das sind, was das Wasser durchleitet. Ja? Wenn man das von der Rückseite anschaut, dann sieht man auch die Wasserkonnektoren, das heißt In und Out. Und wenn man das ganze Rack anschaut, dann sieht man, wie das alles schön gefüllt ist. Ja? Und was wir hier machen, ist, wir stecken nicht nur normales Wasser rein. Normales Wasser bedeutet, üblicherweise kühlt man solche Systeme mit Wasser, das hat Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Wir kühlen SuperMUC mit einem Wasser, das irgendwo zwischen 40 und 50 Grad Celsius hat. Ja. Das klingt jetzt etwas seltsam. Warum möchte ich mit 40 bis 50 Grad Celsius kühlen? Nun, Wasser hat immer noch Kühleigenschaften, die sehr gut sind. Und der Prozessor ist immer noch heißer als wir diese 40 bis 50 Grad Celsius. Das heißt, solange wir eine Differenz zwischen der Prozessorhitze und der Wassertemperatur haben, die wir reinschicken, haben wir einen Kühleffekt. Die Frage ist, wenn das Wasser auf der anderen Seite rauskommt mit 60, 70 Grad, wie viel Energie brauchen wir, um wieder auf die 40 Grad runterzukommen? Und das ist jetzt relativ einfach, wenn man darüber nachdenkt, oder wenn man einfach denkt, wie es draußen gerade ist. Wir brauchen null Energie, weil alles, was wir tun, wir schicken praktisch das Wasser aufs Dach, warten lange genug und dann ist es wieder kühler, sodass wir es wieder zur Kühlung verwenden können. Das heißt, der Energieaufwand, den wir haben, um das System zu kühlen, ist null in dem Sinn. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass das entsprechend transportiert wird. Wir sehen da auch einen der Kühlmanager und ganz oben steht, wir brauchen pro Rack, pro Stunde 3000 Liter Wasser, die durchfließen. Ja, das ist doch eine ganz schöne Menge, aber das ist natürlich auch klar. Das heißt, was wir hier haben, dieser Kühlmanager, der hier steht, ist doppelt so hoch wie die Racks, einfach
damit man diese ganze Infrastruktur unterbringt. Und der Doppelboden hat eine Höhe von 1,80 Meter, weil unten eben entsprechend die ganzen Wasserkonnektoren sind. Das heißt, wir müssen das alles zusammenbringen, damit wir das zusammenbauen können. Wir machen dann noch ein paar andere Tricks, die hier dabei sind. Wir brauchen zum Beispiel keine Ventilatoren, keine Fans mehr pro Node. Da sparen wir uns einiges an Strom. Wir können die entsprechenden Jobs runterskalieren, das machen wir auch noch. Das heißt, wir machen Job-Frequency-Scaling. Das heißt, wir stellen den Prozessor von der Clock-Frequenz so ein, wie er optimal ist für den entsprechenden Code. Da haben wir Heuristiken, die uns das sagen. Und wir brauchen eben, wie gesagt, 15% Gewinn allein durch das, dass wir praktisch draußen Temperaturen haben, die unter der Eingangstemperatur für das Kühlwasser sind. Wenn wir uns das konkret anschauen, wir sehen hier im Vordergrund das Leibniz-Rechenzentrum mit den 5 Gebäuden. Interessant ist eben der Doppelwürfel da drüben. Der hat an Fläche etwa 10.000 Quadratmeter auf 5 Stockwerken. Wir sehen oben am Dach die Boxen. Jede dieser Boxen kühlt 2 Megawatt in etwa. Und was bei uns dann wichtig ist, ist, dass praktisch das ganze Gebäude, das ist ein Blick, ein Querschnitt praktisch durch vom Keller, wo eben die ganzen Trafos und so weiter stehen, bis rauf, wo der Höchstleistungsrechner steht im obersten Stock, dass das alles zusammenspielen muss. Das heißt, was immer wir machen, muss eben ein ganzheitlicher Ansatz sein. Und deswegen haben wir auch etwas entwickelt, wo, wenn wir optimieren auf den Stromverbrauch, nicht nur eben die Systemsoftware nehmen, sondern auch die Anwendungen. Das heißt, eine Anwendung bestimmt praktisch, wie viel Strom das sie braucht, aber auch, dass das ganze Gebäudeinfrastruktur dazu passt. Das heißt, wenn das entsprechend Bedarf liefert, dann muss das darauf reagieren. Jetzt kommen wir mal zurück zum Leanpack, damit wir mal eine Vorstellung haben, wie das ist, wenn Bedarf gebraucht wird. Wir sehen jetzt hier eine Stromverbrauchskurve für einen Lauf von Leanpack. Also wir sehen, er wird gestartet so in etwa gegen 20 Uhr, läuft dann bis 9 Uhr früh und er fängt an, wenn nur Betriebssystem läuft, irgendwo bei 800 auf der Y-Achse ganz links, bei 800 Kilowatt. Ja. Und in dem Moment, wo der Job gestartet wird, geht der von die 800 Kilowatt drauf auf die 3 Megawatt. Ja. Beziehungsweise was dann noch zusätzlich läuft, ist natürlich auch die ganze Kühlung rundherum. Das heißt, wir brauchen dann über 3,5 Megawatt. Und das muss die Infrastruktur aber verkraften. Das heißt, wir haben da relativ schnelle Kurven, die raufgehen, wenn der Job gestartet wird, dann läuft es entsprechend und geht wieder runter. Und in dem Sinn ist Leanpack was Interessantes für uns, weil das halt die Maximalbelastung ist. Das heißt, wir lernen da einiges draus und man sieht, dass diese Kurve für den Stromverbrauch, das ist jetzt auch wieder einmal einfach so ein Bild rausgezogen, wo man sieht, wie das läuft. Das heißt, wir haben einen relativ ungeraden Strom, der drinnen ist. Ja? Das heißt, es wird halt dementsprechend, was die Anwendung braucht, dahin. Und da gibt es noch einiges an Optimierungspotenzial, das wir machen können. Andererseits ist Leanpack auch dafür da, die Zuverlässigkeit zu testen. Und da sehen wir jetzt einen Abgangskasten, der ist unterm System, wo halt das entsprechend mit den Sicherungen drinnen ist. Man sieht da relativ schön auch die beiden Stromanschlüsse. Links und rechts davon an den Dosen, links die geschlossene, rechts die geöffnete. Und was dann passiert ist, war, dass bei einem dieser Leanpack-Läufe eben ganz unten das System so ausgeschaut hat. Ja? Das heißt, da ist tatsächlich der Deckel, der oben drauf war, geschmolzen durch die Hitze, die unten entstanden ist. Ja? Jetzt, warum passiert sowas? Sollte nicht. Ja, gut, passiert daheim auch schnell mal, wenn wir in der Garage schnell was basteln. Aber hier ist es halt doch schon problematisch, wir reden da doch schon relativ. Was hier gewesen ist, ist, dass der Mensch, der das eingebaut hat, die Schrauben nicht vollgezogen hat. Das heißt, wir haben Spannungsbögen drinnen gehabt. Ja? Und der Spannungsbogen hat das Ganze aufgeheizt und hat das System dazu gebracht. Das heißt, der Leanpack, jetzt auch wenn die Top 500 Liste unwichtig ist, ist für uns die Möglichkeit festzustellen, wo genau diese Probleme sind. Ja? Und das zeigen sie jetzt niemandem, das ist geheim, das haben wir sonst noch nie wen gesagt. Ne? Okay. Andere Sache hier, das sind die Trafos, das ist der Trafo 11, also es gibt mindestens 11, es gibt 12 tatsächlich und dieser Trafo 11 war am Tag der offenen Tür, spannende Sache, ja, Tag der offenen Tür im Oktober, ich bin um 20.30 Uhr rausgegangen und mir gedacht, ah, das Haus ist schon ganz ruhig, es sind offensichtlich schon alle nach Hause gegangen, nein, Irrtum, die meisten waren drüben, wir haben nämlich einen massiven Stromausfall gehabt und der Stromausfall war bedingt durch genau diesen Trafo Nummer 11. Und jetzt sieht man, wenn man das Schild lesen kann, ganz hinten, der hat 1600 kVA, was er entsprechend zur Verfügung stellen kann. Ja? Und wenn man jetzt die Messwerte, die Protokolle anschaut, dann haben wir auf dem Trafo über einen Zeitraum von 2 Stunden etwa 1400 gehabt. Ja? Und das ist die Frage, warum fällt der aus bei 1400?
Und da haben wir auch wieder was gelernt. Was wir nämlich hier gelernt haben, ist, dass durch den Schmutz, der drauf war, ja, also obwohl wir uns an die Wartungsintervalle gehalten haben, durch den Schmutz ist das System so heiß geworden, dass der abgeschaltet hat. Ja. Jetzt hat der abgeschaltet, die anderen Trafos haben versucht, das aufzufangen, haben in Summe das nicht zusammengebracht, was der hergegeben hat, und dann ist das ganze Haus entsprechend gestanden. Das heißt, das ist alles runtergefallen, was wir gehabt haben. Und das war noch 8-Stunden-Tag der offenen Tür, etwas, was dann die Mannschaft noch bis 2 Uhr in der Früh beschäftigt hat. Ja. Es gibt natürlich dann auch einen Diesel und so weiter, der hier mitgetestet wird. Es gibt unterbrechungsfreie Stromversorgung und so weiter und so fort. Also es ist ganz spannend, wenn man das ganze System immer gesamt betrachtet. Das heißt, wenn wir das jetzt so sehen, Linpack an sich, who cares if this is position 8? Ja. Also im Prinzip ist es egal, wo man ist. Ja. Das ist schön zu sagen, wir sind vorhin dabei, haben ein System. Aber Linpack hat noch ganz andere Aussagen. Das heißt, wir wissen, wo denn so die Technologieentwicklung ist, und wir verstehen praktisch besser, wie unser System sich verhält, wenn man es unter Höchstleistung setzt. In der Tatsache ist es so, dass wenn wir wollen, können wir einen anderen Benchmark einfach hernehmen, und bei diesem SSSP-Benchmark sind wir Platz 1 der Welt. Ja. Super. Beziehungsweise auf dem BFS sind wir Platz 5 der Welt. Das ist es aber nicht. Und was wir eigentlich wollen ist, wir wollen ein System zur Verfügung stellen, mit dem die Wissenschaft arbeiten kann. Das heißt, was immer wir jetzt gesehen haben mit dem Linpack ist ein schönes Ergebnis, aber was wir eigentlich wollen ist, dass die Wissenschaftler was tun können, was sie vorher nicht tun konnten. Ja? Und jetzt nehmen wir da mal ein Beispiel. Da geht es um phylogenetische Bäume, und zwar hat das der Alexandros Stamatakis vom Heidelberg Institut for Theoretical Studies gemacht. Und da geht es um Gensequenzen von Insekten. Klingt jetzt einmal harmlos, ne? Das interessante Fragestellung, die er gehabt hat, wie sind denn die Insekten miteinander verwandt? Ja? Können wir praktisch eine Verwandtschaft zwischen dem einen Viech, was da krabbelt, und dem anderen Viech, was dort krabbelt, herstellen? Also war die Idee, dann nehmen wir diese Gensequenzen, schauen uns die an und schauen einmal, wo denn die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse entsprechend sind. Wir machen also die Sequenzierung, wir machen dann dieses Alignment und stellen dann noch diesen phylogenetischen Baum auf. Klingt jetzt trivial. Wenn wir das jetzt einmal machen für 150 Arten, brauchen wir dann einen Supercomputer. Gut, wenn wir uns das jetzt anschauen auf dieser Slide hier, die Anzahl der möglichen Bäume für diese 150 Arten ist diese eine Zahl. Ja? Also es ist eine Zahl, ich habe es leider in eine Zeile gebracht, aber es ist eine Zahl mit 301 Stellen. Ja? Das ist die Anzahl der Möglichkeiten, die es gibt, wenn man nur 150 von diesen Insektenarten miteinander vergleichen möchte. Und damit er das machen kann, hat er auf den Supermuck entsprechend gewartet. Ja. Das war tatsächlich so, dass der das wusste, als er den Code hatte, als es keinen Rechner gab, mit dem er rechnen konnte. Ja. Das heißt, er musste auf Supermuck warten, um dieses Problem, um diese wissenschaftliche Fragestellung zu lösen. Und da geht es jetzt gar nicht so um die Rechenleistung, sondern da geht es eben auch um die Speicherleistung, da geht es auch um die ganze Kommunikationsleistung in dem internen Netzwerk. Das muss alles zusammenpassen. Das heißt, man braucht den richtigen Mix, um diese Dinge zusammenzubringen, um so ein wissenschaftliches Problem zu lösen. Gut, was haben wir davon gehabt? In Wahrheit nichts, sondern wir haben ja den Job da entsprechend zu unterstützen. Was er geschafft hat, ist, dass er auf das Titelblatt von Science gekommen ist. Und das ist eigentlich der Rekord, ja? Also haben wir unsere Aufgabe erfüllt, weil wir ihm dabei geholfen haben, dass er reinkommen ist. Und er hat tatsächlich in der Fußnote eingeschrieben, auf Supermuck gerechnet. Ja? Das Gleiche ist, er ist natürlich ein schlauer Fuchs und gesagt, na gut, wenn das jetzt für die Insekten funktioniert, funktioniert es vielleicht bei den Vögeln auch. Und tatara, er hat noch einmal das Titelblatt geschafft. Ja? Und das ist natürlich das, was der Wissenschaftler will. Ja? Also da geht es jetzt nicht um irgendwelche finanziellen Geschichten, die man rausholen will, sondern da geht es halt darum zu zeigen, jetzt können wir Dinge machen, die wir vorher nicht konnten. Ja? Und wer es jetzt gerade verfolgt hat, es ist gerade eine neue Briefmarken raufgekommen mit einem Beispiel aus der Astrophysik, wo auch wieder eine Simulation auf der Briefmarke, auf der Sonderbriefmarke drauf ist. Und auch hier wieder gerechnet auf Supermuck, ja? Weil das die größte Astrophysik-Simulation ist. Ja? Das heißt, wir haben da so Beispiele, die drinstecken, wo die Wissenschaftler neue Dinge machen können. Und das wollen wir möglich machen. Das heißt, dass man einen Schritt weiter geht, als man im vorherigen System gehen konnte. Jetzt haben wir hier noch ein schönes Beispiel. Das hat einige Preise eingeheimst. Das war auch im Wettbewerb um den höchsten Hochleistungsrechnerpreis. Das ist der Gordon Bell Award. Da war es einer von den Finalisten. Das haben zwei Institute zusammengearbeitet. Die Geophysik von der LMU und die Informatik von der TU München. Und was die hier gemacht haben, was man hier im Hintergrund sieht, ist ein Vulkan und die Simulation in diesem Vulkan.
Und die haben diesen Vulkan einfach die Schockwelle des Erdbebens durch den Vulkan simuliert. Ja? Und das war die erste Simulation in dieser Größenordnung. Und was die geschafft haben, ist, dass die von der theoretischen Höchstleistung, die in dem Fall 3 Petaflops sind, mit 1,42 Petaflop tatsächliche Produktivleistung gearbeitet haben. Das heißt, die haben im Produktivlauf fast 50%, 44,5% von der maximalen theoretischen Höchstleistung erreichen können, um das zu rechnen. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich sage, warum macht man sowas in Deutschland? Ja? Die Tatsache ist, dass die Jungs, und das ist das Schöne an der Wissenschaft, wir können irgendwo hinfahren und mit denen zusammenarbeiten. Ja? Und dann kann ich auch einmal irgendwo in Oak Ridge rechnen oder so. Ja? Aber was ich dort nicht kriege, ist die ganze Maschine. Weil die natürlich das aufheben für ihre eigene Klientel. Ja? Das heißt, was hier dahinter steckt, ist, dass wir die Systeme zur Gänze denen zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn der kommt und sagt, er hat eine neue Simulation, weil er so ein neues Erdbeben rechnen will, dann kann er den ganzen Supermuck für sich haben. Dann kann er eine Simulation auf den jetzt dann 311.000 Rechenkernen rechnen und kann das in dieser Größenordnung sonst nirgends durchführen. Und das ist natürlich wieder etwas, wo man den entsprechenden Fortschritt machen kann. Jetzt wäre natürlich das Schönste, wenn ich noch eine Stunde hätte, weil dann könnte ich noch weitere solche Beispiele zeigen. Ja, und das ist wirklich spannend, weil ganz einfach die Unterschiedlichkeit der Beispiele, die wir haben, man sieht es sehr schön auf dieser Slide auch. Also wir haben hier diese Geschichten, auch die unterschiedlichen Bereiche, wo wir arbeiten. In der Strömungsmechanik, Fusionstheorie, Astrophysik, habe ich schon gesagt, wir haben eine relativ große Astrophysik-Community auch in Deutschland entsprechend, Festkörperphysik, Geophysik, Materialwissenschaften und so weiter und so fort. Und man kann das auch anschauen, wie viel das die eigentlich rechnen. Ja? Also man sieht, dass die Strömungsmechanik immer bei uns irgendwo ein Drittel des Systems benötigt. Ja? Das sind Anwendungen vom Fahrzeugbau bis zum Turbinenbau und so weiter und so fort. Dass man dann auch sieht, die Physik braucht in etwa das weitere Drittel und der Rest teilt sich auf. Ja? Man sieht jetzt da dabei, dass die Informatik mittlerweile auch schon fast bei 2% ist. Ja? Das sind natürlich dann diese ganzen Geschichten, wo man Big Data und künstliche Intelligenz und so weiter solche Geschichten rechnet. Das ist halt derzeit im Wachstum begriffen. Aber das Spannende ist eigentlich, und dafür sage ich, bin ich relativ glücklich über meinen Job, nicht nur, dass ich mit lauter tollen Experten zusammenarbeiten kann, sondern dass ich auch sehr viele von diesen Nutzer, von diesen Anwendungen mitkriege, was da gerechnet wird und was da für spannende Dinge entsprechend rauskommen. Und das Tatsächliche ist, wenn man das natürlich auch wieder analysiert, was man rauskriegt, und dann sieht man, wie viele dieser Systeme eingesetzt werden. Die haben Kosten, die müssen sich entsprechend rentieren. Und wir sehen, dass wir da 7,6 Milliarden Stunden gerechnet haben, dass wir 5,6 Millionen Jobs verarbeitet haben für 750 Projekte und für 2000 Wissenschaftler. Und auch diese 750 Projekte ist weltweit einzigartig. Ich würde behaupten, dass es sonst kein Rechenzentrum gibt, das diese Breite an Anwendungen unterstützt. Und jetzt habe ich noch ein Buch mitgebracht, das ist nämlich genau das, was man hier sieht, praktisch Bildchen hier ist von dem Buch, aber das ist unser Berichtsband. Ja? Also wer will, kann es ihn gern holen, ich will ihn nicht mit nach Hause nehmen. Dieses Buch zeigt auf zwei Seiten, jeweils zwei Seiten, die unterschiedlichsten Anwendungen, die drin sind. Ja? Und das ist schon eine spannende Geschichte, wenn man sieht, was einfach für unterschiedliche Anwendungen hier gemacht werden auf dem System. Ja? Also das kann man sich auch runterladen, wie gesagt, wenn es sowas interessiert in dem Bereich. Ganz spannend ist, wir haben vor kurzem auch so ein Science-Symposium gemacht, wo wir ein bisschen diskutiert haben, wo sind denn die Anforderungen für die Zukunft, wo geht es hin. Auch da gibt es ein paar spannende Projekte, also für die wissenschaftlich Interessierten vielleicht etwas, wo man gerne mal nachschauen möchte. Das heißt, wenn wir da zurückkommen zu dem Top 500, das Rennen der schnellsten Rechner der Welt, ist schön, dass wir dort sind, wo wir sind. Wir kriegen auch etwas raus, was nutzbar ist, nämlich die Technologieentwicklung und auch die Zuverlässigkeit unseres Systems. Aber im Endeffekt sind wir hier bei etwas, wo man sagt, das ist so wie Formel 1 fahren. Ja? Die schnellsten Rechner der Welt, die sind so relevant, wie wer hat am Sonntag das Formel 1 Rennen gewonnen in dem Sinn. Ja? Was man wirklich will, ist ja das, dass die Wissenschaft davon profitiert und etwas machen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie vergleiche ich das jetzt mit, damit man so ein bisschen das wieder in Relation bringt. Ja? Jetzt stellt man sich vor, wäre vielleicht ganz lustig, wenn man mal so mit einem Formel 1 Auto fahren muss. Weiß es nicht, habe kein Auto mehr von dem her. Aber was mir eingefallen ist, ist, ich habe einen guten Freund, der wohnt in Ho Chi Minh City und der hat mir von gestern dieses Foto geschickt. Das ist die, hat man sehr dazu geschrieben, das ist die Kong Ho Straße. Ja? Und wenn ich ihn besuche, dann machen wir die Ausflüge immer mit dem Moped, weil man sieht es da ganz klar, mit dem Auto bist du langsamer. Ja? Das ist gar keine Chance. Ja? Das heißt, wenn du wirklich Tourist bist und dort schauen willst, dann müsst du runterfahren. Und was du dann auch noch hast, ist, du kannst dann auch solche Sachen machen. Ja? Das ist ganz normal.
Standardweg ins Büro, ja? Also die drei sind wahrscheinlich auch schneller auf dem einen Moped, als wie wenn sie sich gemeinsam ein Auto nehmen würden. Ja? Das heißt, man muss das immer in Relation zu dem stellen, was man gern haben würde, was man gern machen würde. Ja, und damit komme ich auch zu den letzten Worten. Ja? Wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Wissenschaft erzählt. Ich hoffe, es war trotzdem spannend. Worüber ich nicht sprechen konnte, weil die Zeit nicht gereicht hat. Habe ich vorher gewusst, ne? Logischerweise, dass ich da bin etwa. Also, wo geht's hin? Nächster Schritt. Ja? Wir stehen jetzt alle vor dem 10 hoch 15, das heißt, das nächste T-Shirt wird das 10 hoch 18 T-Shirt. Wo geht's hin mit einem Rechner, der dann einen Exaflop erfüllt? Ja? Und natürlich, in dem Moment, wo wir bei Exaflop sind, werden wir über das Zettaflop danach nachdenken. Ja? Wer kommt zuerst dort an? China, USA oder auch immer spannender Anwärter Japan, die ja mit dem Earth Simulator schon einmal gezeigt haben, dass auch die Entwicklung einfach was bringt. Was halten die Europäer davon? Ja, das war genug in den Medien, Euro, HPC, was baut man hier? Wie kommt die EU-Kommission in die Top 3 vorstoßen? Warum will die das überhaupt? Ja? Muss man dann natürlich dann irgendwann hinterfragen. Auch ist die Entwicklung eines europäischen Prozessors, wieder zum Vortrag zuerst, ja, ist die Frage, ob der europäische Prozessor mit diesen ganzen Sicherheitsproblemen etwas zu tun hätte. In dem Fall ist es entweder auf ARM oder RISC-V basiert, also wahrscheinlich ja. Warum Europa einen eigenen Prozessor bauen möchte und wie würde das zusammenhängen mit dem, was wir machen? Aber die wirklich wichtige Frage ist ja eigentlich, und da gibt es einen Punkt, 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 also mehr Fragen. Also was ich gern noch erzählt hätte, was sich aber nicht rausgegangen ist, wie nutzen wir denn die Rechenabwärme? Ja? Einerseits heizen wir unser eigenes Gebäude. Ja? Das heißt, das ganze LAZ profitiert, dass der Rechner rechnet. Problem, wir brauchen etwa 0,5% der Abwärme des Rechners und das ist das ganze Jahr warm. Ne? Das heißt, wir haben nur 99,5% übrig. Da gibt es einmal die Idee, dass wir Adsorptionskältemaschinen betreiben. Machen wir auch. Das heißt, wir erzeugen Kälte aus Wärme. Was aber natürlich noch eine viel spannendere Frage ist, wie brauen wir denn Bier mit dem heißen Wasser? Ja? Und das ist natürlich ein überaus spannendes Projekt. Wir haben uns nämlich die Labels schon überlegt, die dann draufstehen auf den Dosen. Ne? Also so weit sind wir schon. Also jetzt fehlt nur mehr der Rest. Gut, und damit bin ich am Ende angekommen. Die paar Links habe ich noch dabei, die Folien habe ich schon hochgeladen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls es Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung. Danke vielmals für diesen Spann-Talk. Dieter Ganzelmüller. Wenn ihr Fragen habt, benutzt die Mikrofone 1, 2, 3, 4, 5. Und das Internet natürlich. Verdammt. Ich dachte, ich könnte eine Frage zuerst stellen. Nummer 1, bitte. Hallo, danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, wieso ihr euch komplett gegen zusätzliche Grafikkartenzeugs entschieden habt zum Prozessor. Das ist ja rein x86 unterwegs. Ist eine gute Frage. Also wir haben uns nicht dagegen entschieden, sondern wir haben vorgegeben, was auf dem System gerechnet werden soll. Und das sind eine Reihe von Codes, die bei uns schon laufen. Und die kriegen die Hersteller. Und die haben ausprobiert, was man damit machen kann. Ja? Von den 5 Herstellern, die dabei waren, waren auch 4, die mit Beschleunigern angeboten haben. Aber die beste Leistung haben wir ohne die Grafikkarten rausgekriegt. Ja? Also das ist wirklich aus dem Wettbewerb rausgekommen. Ja? Und ich muss sagen, ich bin genauso überrascht wie Sie, warum das so ist. Ja? Danke. Nummer 2, bitte. Ja, vielen Dank für den spannenden Talk. Meine Frage wäre, dürfen wirklich nur Personen aus ziviler Forschung und Lehre auf dem Rechner rechnen oder auch militärische Rechenarbeiten oder dürfen auch Firmen dort rechnen? Also die Vorgaben bei uns, dass das Wissenschaft, das Forschung und Lehre ist, das liegt unter dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das heißt eigentlich aus dem Bereich. Ja. Jetzt muss ich die Frage eigentlich zurückgeben, gibt es im militärischen Forschungsbereich irgendwas, was wissenschaftlich relevant ist? Nummer 1, bitte. Also ich habe gleich 2 Fragen. Die erste ist, der Herr mit den Krabbeltierchen, warum hat er quasi gewartet, bis der Muck fertig ist und hat nicht einen von den anderen bereits bestehenden Rechnern genommen für seine Arbeit?
Also der SuperMUC war der erste Rechner, mit dem er das rechnen könnte von allen Eigenschaften, die er gehabt hat. Ja, es geht ja immer um das Zusammenspiel zwischen Rechenleistung, Speicherkapazität und Verbindungsnetzwerk, der dazwischen hat. Und der wusste halt, dass der kommt und diese Kapazitäten haben will. Man kann das natürlich auf anderen Systemen eventuell rechnen, die größer sind, aber das wäre dann von der Effizienz her wieder eine Frage, ob das sinnvoll ist. Ja, also das war für ihn schon das beste System, um das durchzuführen. Danke. Das Internet hat eine Frage. Wie sehr müssen die Nutzer sich mit der Architektur auskennen und ihre Programme anpassen, wenn sie die meiste Rechenleistung rausholen möchten? Und habt ihr Metriken, die vergleichen, welche Nutzer das besser oder schlechter schaffen? Also zur zweiten Frage, die besten Nutzer sind natürlich die Physiker. War jetzt nicht ernst gemeint, aber im Prinzip, da gibt es keine Metriken, ja, sondern das kommt auch, ich glaube, das sind genug Programmierer im Raum, die wissen, mit mehr Talent und mehr Hirnschmalz kriegt man mehr raus in dem Sinn. Ja? Also da gibt es keine Metrik in dem Sinn, wer das besser macht oder nicht. Zur ersten Frage, man muss sehr viel wissen. Ja? Es wird ja nicht nur, ich habe das kurz angedeutet in meinem Statement, es wird nicht nur evaluiert, wie das zur Wissenschaftlichkeit passt. Ja? Das ist ein Faktor, ein großer Faktor, der zählt, ist wie wissenschaftliches Problem. Es muss auch zur Hardware-Architektur passen. Das heißt, wenn einer den Code einreicht, dann muss er da auch schon beweisen, dass es überhaupt skaliert. Ja? Weil sonst wäre das ja wieder Geldverschwendung. Ja? Das heißt, da müssen schon die Faktoren alle zusammenpassen, damit es auf dem System entsprechend läuft. Und ja, es kostet viel Aufwand. Wir versuchen das damit abzudecken, dass wir eine relativ große Mannschaft haben, die sich dann eher intensiv mit den Nutzern zusammensitzt und dann dort entsprechend die Codes gemeinsam entwickelt. Mikrofon Nummer 2, bitte. Nochmal danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, Sie haben gesagt, dass dass alles mit Wasserkühlung gekühlt wird und Sie sich deswegen die kompletten Lüfter sparen können. Wie schaut es mit den Spannungswandlern und anderem Zeug aus, das eigentlich auch Abwärme verursacht? Richtig, beim SuperMUC NG ist es so, dass wir da noch tatsächlich Lüfter haben. Das heißt, man hat das auch gesehen auf dem einen Bild, wenn ich jetzt irgendein SuperMUC-Bild hernehme, da haben wir diese In-Row-Kühler, die sich darum kümmern, also Netzkomponenten, Harddisks und so weiter. Schau, wo ich das drauf habe. Also da in dazwischen, da steckt immer, das sind die Lüfter für diese Geschichte, also in dem einen Rack. Ja? Und das ist tatsächlich noch ein Nachteil. Das haben wir aber den Herstellern schon angekündigt, fürs nächste System müssen sie das auch machen. Und wir haben einen kleineren Cluster, der nennt sich CoolMUC 3. Bei dem CoolMUC 3 wird 97% schon über das warme Wasser abgeführt und da haben wir zum Beispiel auch genau die Netzteile mit warmem Wasser gekühlt, indem die Netzteile in einem Käfig drinnen sind und dieser Käfig ist mit Bohrungen, wo das warme Wasser durchfließt. Ja? Das heißt, wir kühlen wirklich dort alle Komponenten schon und das wollen wir für das nächste System entsprechend machen. Sehr gute Frage. Das Mikrofon Nummer 1, bitte. Sie haben uns sehr offen erzählt, was auf Ihrem Computer gerechnet wird, aber haben Sie auch eine Ahnung, was auf den anderen Supercomputern aus den Top 10 gerechnet wird? Also wenn man die ersten vier Systeme anschaut, dann weiß man, dass die entweder Department of Energy sind oder dass die irgendwie mit dem chinesischen Militär zusammenhängen. Ja, das sind die militärischen Hochschulen und so weiter. Da wissen wir es natürlich nicht, ja. Also wir haben natürlich eine Ahnung in etwa, was dort für Codes gerechnet werden, ja. Beim Schweizer System, passend zu dem, was Sie gerade gesagt haben, wissen wir natürlich, dass Klimarechnungen sehr groß am System verwendet werden, ja. Weil ihr dort auch einen speziellen Code habt, der in Lugano dort läuft. Also, es ist wieder ganz verschieden. Die Systeme sind wirklich für unterschiedliche Zielarchitekturen ausgerichtet. Was das Schöne an unserem System ist einfach die Breite, weil es wirklich ganz verschiedene Anwendungen sind und das hat keines von den anderen Systemen. Ich danke auch. Ping-Pong zurück zu Nummer 2. Ja, kurze Ergänzung noch dazu. Interessant ist natürlich auch noch... Ergänzung oder Frage? Eine Frage. Gut, Was an den Rechnern gerechnet wird, die nicht in der Top 10 landen, aber trotzdem leistungsfähig sind. Die Frage meinerseits wäre, ganz am Anfang von dem Talk ging es ja auch um dieses wettbewerbliche Verfahren und Sie haben da ganz kurz dieses Non-Disclosure Agreement mitgenannt oder mehrere, die dort verfasst werden. Wozu gibt es die und welche Informationen sind da im Prinzip drin oder sollen da nicht rausgehen? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja? Also wir haben ja in dem Moment, wo man den Kaufvertrag unterschrieben, begonnen vorzubereiten den nächsten System. Wir arbeiten konzeptionell jetzt an dem System, das 2024 installiert werden soll. Ja? Und
um das tun zu können, müssen wir abschätzen können, was es 2024 gibt. Das heißt, wir haben mit der Firma Intel zum Beispiel ein Non-Disclosure Agreement, wir machen eins mit der Firma IBM, wo wir die Roadmaps kennen über das hinaus, was am Markt bekannt ist. Ja. Das ist insofern wichtig, weil wir abschätzen müssen, wie müssen wir sowas konzipieren. Das heißt, wir haben Ideen, was für Prozessoren kommen und so weiter und so fort. Macht wieder den Job recht spannend, macht aber das Problem, dass ich halt nicht über alles reden kann, was wir haben entsprechend. Ja. Aber dafür ist es notwendig. Man muss praktisch, wir stecken da sehr weit drinnen, wir müssen wissen, wie wir das Beste konzipieren und dafür müssen wir wissen, wo es hingeht, die ganze Geschichte. Ja. Okay, vielen Dank. Das sind also die Informationen der Firmen und nicht die Informationen genau. der Rechenbetreiber, die dort. Richtig, das ist es, ja. Also im Gegenteil, die Rechenbetreiber, das sind alles selbstgeschriebene Codes, die sind sehr offen, ja. Das ist wirklich eine tolle Community, mit denen arbeiten wir sehr zusammen, einfach auch, dass man in die Codes tief reingeht, da optimiert, wie wir es zuerst bei der einen Frage gehabt haben, ja. Das Internet hat eine erneute Frage. Wie groß ist der Anteil an wirklich wissenschaftlicher Arbeit in Ihrem Beruf? Wie groß ist der Politikteil und die Metaaufgaben? Das ist gut, das ist eine sehr gute Frage. Also offiziell ist es so, dass ich nur 25% meiner Zeit im Rechenzentrum verbringen darf. Den Rest bin ich Hochschullehrer, unterrichte, mache Vorlesungen wie Rechnernetze und verteilte Systeme. 25% meiner Arbeitszeit ist dann etwa 4 Tage die Woche, ja. Dass man sich das etwa vorstellen kann. Ja. Und ich würde das nicht abschätzen. Ja. Ich beklage mich nicht. Ich habe einen Traumjob über eine verständnisvolle Familie, die mir erlaubt, auch hier zu sein, ja, während die Familie zu Hause entsprechend ist. Ich bin auch hier aus wissenschaftlichem Interesse, weil ich zum Beispiel auch das Thema Datenschutz und Ethik sehr spannend finde. Ja. Also es sind lauter Punkte, die einfach zusammenkommen, die sehr viel mit dem Job zu tun haben. Natürlich muss ich ein bisschen Wissenschaftsmanager auch sein. Ja? Steckt einfach an den ganzen Paragraphen drinnen. Ja? Und ich finde nichts einschläfernder als wir Paragraphen. Ja? Ich weiß nicht, ob es da jemand anders geht im Raum. Ne? Dann haben wir ja noch Mikrofon Nummer 1. Ja, hallo. Mich würde interessieren, Sie meinten ja, dass auch die Betriebskosten in den Projektgeldern mit drin sind. Wie lange wird denn dieser Rechner jetzt noch betrieben und was passiert mit dem Rechner, wenn die Zeit dann um ist, beziehungsweise mit den seinen Komponenten? Also, das lässt sich ganz einfach sagen, weil wir das aus der Historie kennen. Es zahlt sich meistens nicht aus, einen Rechner länger als 6 Jahre zu betreiben. Ja. Wir haben den SuperMOOC Phase 1 2012 installiert und er wird übermorgen abgeschaltet. Ja. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt der SuperMOOC NG die ganzen Rechenaufgaben. Ja, der Vorteil ist jetzt, dass das ja die nächste Prozessorentwicklung ist. Dass wir müssen keine Codeportierung machen und so weiter und so fort. Aber die Schwierigkeit ist natürlich schon, dass man sagt, jetzt hat man dann das System dort. Das kostet zu viel, es weiter zu betreiben, was passiert. Wir haben in diesen ganzen Verträgen auch Rücknahmeoptionen drin. Das heißt, die Firma ist für die Entsorgung zuständig. Ja. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit dem System vor dem SuperMOOC, dann war das tatsächlich so, dass der an Ort und Stelle verschrottet worden ist und dann diese ganzen wertvollen Materialien entsprechend der Wiederverwertung zugeführt worden sind. Ja. Und das ist etwas, was einfach günstiger ist, als wir jetzt das weiter zu betreiben. Ja. Einfach, weil wir da jetzt wesentlich mehr Leistung stehen haben. Okay, danke. Vorhin hatte jemand einen Power-PC zu Hause. Vielleicht wäre das die ideale Gelegenheit, sich jetzt ein... Lassen wir das. Nummer 2, bitte. Hallo. Wie häufig muss denn immer jemand raus zum Rack und irgendeine Wartung betreiben? Also wie hoch ist der Ausfall? Also grundsätzlich haben wir gesehen, der Doppelwürfel, den wir haben, ist ein Dark Center. Da gibt es keine Fenster, keine Büros, da sitzt eigentlich niemand drinnen. Ja? Das hängt natürlich jetzt davon ab, beim SuperMOOC NG ist es natürlich so, dass sehr viel jetzt noch zu tun ist, einfach in der Installationsphase. Im normalen Betrieb würde ich sagen, dass das runtergeht. Ja. Jetzt müssen wir natürlich von der Anzahl der Komponenten, die drin sind, einfach sagen, die Meantime Between Failure bei SuperMOOC, beim Vorgängersystem, war schon unter einer Stunde. Das heißt, wir haben einen kritischen Ausfall in einer Stunde. Jetzt kann man das meiste natürlich trotzdem vom Tisch erledigen, ja. Aber es gibt, ja, unabhängig davon, wahrscheinlich schon jeden Tag einmal den Grund, dass einer rübergeht und jetzt was raus und reinsteckt wieder oder sowas. Ne? Dankeschön. Wie laut ist es da drin eigentlich, wenn da jemand rein muss? Jetzt gerade mit Wasserkühlung? Gute Frage. Das ist eigentlich das leiseste System, der leiseste Supercomputer. Ja? Durch das, dass keine Lüfter drinnen sind, sind wir wirklich da bei einem Punkt. Also wir haben in den Gängen, in den eingehausten Kaltgängen schon Interviews gemacht. Und eine normale Kamera tut das Hintergrundgeräusch weg. Ja? Das heißt,
das kriegst du in keinem anderen Zentrum entsprechend drinnen. Ja? Der nächste Tatort kommt bestimmt. Nummer 2, bitte. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sie haben ja gezeigt, dass eine sehr aufwendige Berechnung da mit dem Vulkan ungefähr 50%, das war ja noch die erste Phase, ausgenutzt hat. Lohnt sich da gerade wirklich die Leistung oder fast die 10-fache Leistung da zu haben, wenn sie nicht richtig ausgenutzt wird? Also richtig ausgenutzt wird, ist in dem Fall die falsche Aussage. Ja? Sondern wir nutzen das alles richtig aus, auch wenn er nur 10% der maximalen Leistung erreicht, weil er damit Dinge machen kann, die er vorher nicht machen konnte. Was die Wissenschaftler tatsächlich machen, ist, dass sie die Systeme so groß, die Software, die Daten, die sie verwenden, so groß bauen, dass sie gerade nur gerechnet werden können auf dem System. Ja? Und bei den Vulkanen ist es tatsächlich so, dass die gewisse Effekte, und der Heiner Igel, das verweist jetzt auf den einen Talk, den ich ganz am Schluss gehabt habe im Science-Symposium, der zeigt es dort auch in seinen Folien drinnen, dass er gewisse Effekte nicht sieht, ja? Weil er zum Beispiel in der Auflösung gar nicht rechnen kann, weil das mit der Auflösung gar nicht reingeht auf das System. Ja? Das heißt, diese theoretische Maximalleistung ist wieder eine fiktive Zahl, die was aussagt, was im Prinzip nichts bringt. Ja? Wohingegen das, was er gekriegt hat mit den 44%, relativ hoch ist von dem her, was er wirklich auf dem System macht, im Vergleich, was sonst darauf läuft. Ja? Aber es geht nicht darum, also das ist genauso wie, wir füllen das System nicht bewusst auf. Ja? Also es ist nicht so, wenn jetzt da, sagen wir, einer braucht von den 311.000 Prozessoren nur 300 Rechenkerne. Ja? Dann füllen wir die 11.000 nicht mit was anderes auf. Sondern die Idee ist, dass wenn der Nächste kommt, der wieder ein System kriegt, wo er auf alle Größen skalieren kann. Ja? Das heißt, wir nehmen nicht bewusst in Kauf, dass wir ein paar Prozessoren nicht auffüllen, wir nehmen Löcher in Kauf. Und nicht so wie ein Amazon auf der Cloud das jetzt machen würde, dass die sagen, sie füllen so viel wie möglich auf, weil die entsprechend geldgetrieben sind. Ja? Da geht es wirklich Wissenschaft möglich machen. Okay, danke. Danke. Und mit dieser Frage schließen wir den Talk. Ein Riesenapplaus nochmal für Dieter Kanzenmüller.